Ich denke, dass die Debatte um Privatheit und Öffentlichkeit im Moment so wichtig ist, weil wir in einer digitalen Gesellschaft leben und es geht bei dieser Debatte um Freiheit. Die Welt hat sich durch das Internet extrem verändert und vor allem unsere Vorstellung von Privatheit und von Öffentlichkeit und vor allem was die Erwartungshaltung dort angeht. Die traditionellen Begriffe scheinen nicht mehr so wirklich zu funktionieren oder kommen an ihre Grenzen und das Ganze wird sich definitiv weiterentwickeln und ja, wir versuchen jetzt gerade herauszufinden, wohin. Wie viel Öffentlichkeit brauchen wir und wie viel Privatheit möchten wir uns erhalten? Was sind die Vor- und Nachteile jeder Grenzziehung? Also Post-Privacy als Vision von gesellschaftlichen Verhältnissen finde ich wunderbar. Also ich persönlich, da streite ich mich aber auch mit einigen Kollegen sehr, finde das eigentlich eine schöne Idee. Das Problem ist, dass meine persönliche Erfahrung und mein Menschenbild, das aus einer geschichtlichen Betrachtung der menschlichen Geschichte quasi gewonnen ist, also auf Daten beruht, einfach zum Gegenteil führt. Datenschutz und Öffentlichkeit kann man schlecht voneinander trennen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Beides ist für Demokratie wichtig, sowohl Privatheit als auch Öffentlichkeit. Ich denke, man sollte da eine gute Balance finden, jeder für sich alleine, aber auch die Gesellschaft muss das politisch füreinander definieren, was, wie viel Datenschutz wir wollen, wie viel Privatheit wir wollen, wie viel Öffentlichkeit und Diskurs wir auch haben wollen und brauchen. Das Wichtige an Privatheit ist, dass eine Welt mit Privatheit einfach interessanter ist als eine ohne. Die Welt mit Post-Privacy, wo ich alles weiß, die ist langweilig, die ist uninteressant. Was das Leben ausmacht, sind die Sachen, die ich nicht weiß, wo ich spekulieren muss. Das Problem bei der ganzen Diskussion ist, dass wir in den Begriffen und Kategorien und Phänomenen denken, die wir aus der Vergangenheit kennen und damit versuchen, die Zukunft irgendwie zu erfassen. Das ist natürlich prinzipiell schwierig. Wenn man kommuniziert im Internet, dann müssen die Medien Regeln gelten, also die Regeln gelten, die auch für die Medien gelten. Und das heißt zum Beispiel nicht, dass der Grundsatz der Datensparsamkeit, der Erforderlichkeit gilt. Nein, es muss eine möglichst umfassende, intensive Kommunikation im Internet möglich sein. Also ich stelle fest, dass das alles viel, viel spannender ist, als es auf den ersten Blick aussieht, weil es geht nicht darum, ob man in fremde Häuser rein fotografieren darf und es geht auch nicht darum, ob man im Internet irgendwas kopieren darf oder löschen muss oder ähnliche Dinge. Das ist schon sehr oberflächlich, sondern wir sehen einfach, dass wir Grundstrukturen haben, dass Menschen über Dokumente kommunizieren und diese Dokumente den Autor schwer erkennen lassen und schon gar nicht dessen Identität nachweisbar machen und wir umgekehrt Kontexte verlieren. Das heißt, zum Empfänger hin ist das Problem, dass er nicht mehr erkennen kann, was ist hier gewollt, was ist die Erwartung, was ist der Kontext, in dem das passiert. Und da müssen wir uns im Grunde an einigen Stellen völlig neue Gedanken machen. Ich bringe mal so ein nettes Bild, auch aus der Zeit des Buchdrucks. Als die Mönche haben früher die handgeschriebenen Bibeln einzeln Korrektur gelesen. Und sie haben noch 50 Jahre, nachdem die Bibeln gedruckt wurden, diese gedruckten Bibeln Korrektur gelesen, weil sie die Wirkung dieser Technologie gar nicht verstanden haben. Und so ähnlich ist es, glaube ich, heute auch.